Hallo und guten Tag, ihr Lieben dort draußen. Der NRW über 18 hier. Willkommen zum nächsten Adventskalendertürchen. Heute am 5. Dezember, am Samstag. Ja, sehr ereignisreich die Woche gewesen. Adventskalender, beziehungsweise Adventskalenderkerze, brennt jetzt. Jetzt sind wir auf richtigem Kurs. Und ich bin jetzt auch gestern dazu endlich gekommen, eure ganzen Kommentare mir durchzulesen, beziehungsweise auch zu beantworten. Auch die schon zum gestrigen Video. Und ja, da habe ich mir so ein, zwei Sachen aufgeschrieben, auf die möchte ich jetzt erstmal gerne eingehen. Erst einmal, am zweiten Advent wollte ich jetzt gerade sagen, am zweiten Adventskalender-Türchen waren ja da diese Wasabi-Bohnen. Und das möchte ich mal richtig stellen. Es geht nicht um die Schärfe von Wasabi. Ich fand es nämlich überhaupt nicht scharf, sondern es ging lediglich um den Geschmack. Dieser Geschmack, das war so widerlich. Das war, als wenn ich wirklich... Ich sag's jetzt nicht, aber mir war so schlecht, dass ich wirklich gedacht habe, ich muss jetzt hier meine Eckbank vollreiern. Also es ging lediglich um den Geschmack, nicht um Wasabi selbst. Da wurde ich gefragt, wann kommen Omsi-Videos. Ich werde mich versuchen, jetzt in den nächsten kommenden Tagen daran zu setzen und wieder ein bisschen Omsi zu präsentieren. Dann hat jemand in die Kommentare geschrieben, da steht aber Türchen, nicht Türchen, ja, Türchen, Türchen, Türe, Tor... Empore. Man kann vieles sagen. Die einen sagen Brötchen, die anderen sagen Semmel. Da gehen wir mal auf Semmel. Das ist bei mir jetzt so eine kleine Tradition geworden und deswegen ist es halt in diesem... ich gucke gerade hier, weil jetzt scheint genau die Sonne genau in die Kamera. Das ist jetzt echt zum Kotzen. Ich kann das jetzt leider da nicht dunkel machen. Oh. Naja, so ist das halt. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem noch sehen. Aber das sieht ganz gut aus, so wie ich das von hier sehe. Ja, also deswegen... Da halt die Erklärung, warum halt der Titel oben halt etwas anders ist, wie ihr ihn sonst normalerweise kennt. Ja, dann der Versuch mit den vollen Gläsern, wo... Der Versuch mit dem fallenden Adventskalender, wo das Wasser praktisch rüberschwappen sollte, das habe ich im Anschluss auch nochmal ausprobiert. Ich habe es mit vollen Gläsern probiert, ich habe es mit leeren Gläsern probiert, ich habe es mit Gläsern versucht, die wirklich... zylindrisch sind. Das Problem war ganz einfach, dass das meine eisigsten Gläser waren, die von außen klar waren. Alle anderen haben irgendwas aufgedruckt oder irgendein Motiv drauf, wo man es dann halt nicht sieht, wenn da halt die Flüssigkeit rausgeht. Deswegen waren das halt meine einzigsten Gläser, die klar waren. So viel also dazu. Und zum Schluss möchte ich halt euch auch nochmal Danke sagen. Ich bekomme so viele Zuschriften von euch in den Kommentaren, wo ihr mir reinschreibt, eine Vorweihnachtszeit ohne deine Videos ist keine Vorweihnachtszeit. Es gibt drei Dinge, die das Weihnachten braucht. Ich glaube, Advent, weihnachtliche Beschmückung und meine Videos. Also irgend sowas in der Art. Es ist einfach nur so viel Balsam für die Seele, dass ihr mir in den ganzen Jahren treu bleibt. Auch schreiben jetzt unheimlich viele rein, dass sie jetzt auch schon seit über 9 Jahren oder auch schon 10 Jahren jetzt hier bei mir dabei sind. Ich weiß, ich schweife jetzt ein bisschen aus, aber das möchte ich mir mal von der Seele reden, weil es ist einfach nur herrlich und wirklich schön, sowas von euch zu hören. Ich mache das Ganze jetzt hier schon seit 1.6.2010, da habe ich mein allererstes Video hochgeladen und 2010 war auch die erste Staffel Let's Christmas. Wir sind jetzt in der 10. Staffel, das muss man sich auch mal vorstellen. Seit über 10 Jahren mache ich Let's Plays jetzt schon und mir macht es eigentlich immer noch genauso Spaß wie am ersten Tag und vor allen Dingen, mir kommt es gar nicht so vor, als wenn das jetzt schon 10 Jahre wären. Das ist das Schlimmste an der ganzen Sache. Aber wir werden nicht jünger und insofern danke für eure ganzen Zuschriften, danke, dass es euch gibt und danke, dass ich das immer wieder mit euch erleben darf. Ihr seid klasse. So, jetzt starten wir aber mal mit unseren Kalendern und ich würde vorschlagen, wir haben die ganzen anderen Male mit den anderen Kalendern gestartet. Jetzt starten wir mit dem Mauskalender. Ich bin sehr gespannt, was wir heute wieder drin finden werden. Erstmal die Nummer 5, die haben wir hier. Das ist auch wieder ein sehr kleines Päckchen. So, bleibt stehen. Nein, er bleibt nicht stehen. So, dann schauen wir uns mal, was die Maus am 5. Oh, römische Zahlen. Und das sieht... Ah, ich brauche wieder ein Blatt Papier. Okay, dann... Schaut es euch an. Zahlen wie Cäsar. Schauen wir mal rein. Das müssten ja dann wahrscheinlich diese Karten da sein. Oh ja. Und auch danke, dass ihr euch so zahlreich dieses Jahr beim Gewinnspiel anmeldet. Ich könnte mir vorstellen, woran es liegt. Einem Switch-Spiel. Aber es ist wirklich herrlich, dass auch alle wieder...
die sich auch letztes Jahr, vorletztes Jahr angemeldet haben, dass die alle sich auch wieder anmelden. Also es sind wirklich Kärtchen mit römischen Zahlen. Die 10, das X, die 9, X, also 1, X, also vor dem X die Zahlen, die muss man abziehen. Die Zahlen, die nach dem X stehen, muss man aufaddieren. Oder die 5 ist genau das Gleiche. Da muss man halt die Zahlen, die vor dem V stehen, also die V ist die 5, dann halt abziehen. Das ist dann zum Beispiel die 4. Und wenn die 1 daneben steht, oder das L, was auch immer, die römische 1, dann muss man das aufaddieren. Also eigentlich relativ einfach. Also, zählen wie Cäsar. Dazu brauchst du Zählenfächer. Ein Stück Schnur, Stift und Papier. Wieso denn Schnur? Hm. Ich hab gar nicht Schnur. Binde die Karten mit den Zahlen 1 bis 10 oben mit einer Schnur zusammen. Klappe den Zahlenfächer aus und sieh dir die römischen Zahlen an. Auf jeder Seite des Fächers findest du unten groß gedruckt die römische Zahl, darüber die entsprechende arabische Ziffer. Tatsächlich stammen die von uns heute verwendeten Zahlen, die 1, 2, 3 oder 4, aus dem Arabischen und kamen erst vor ungefähr 1000 Jahren nach Europa. Bis dahin benutzte man, da es keine andere Möglichkeit gab, römische Zahlen. Die Römer, die vor etwa 2000 Jahren in Europa und rund um das Mittelmeer herrschten, hatten sich besondere Zeichen und Methoden zum Schreiben von Zahlen überlegt. Und obwohl das römische Weltreich längst Geschichte ist, finden sich die römischen Zahlen bis heute auf Ziffernblättern von Uhren oder als Jahreszahlen an alten Kirchen, Häusern und Schlössern. Auch bei der Namensgebung von Kaisern, Königen oder Päpsten bedient man sich nach wie vor der römischen Schreibweise. Henry der VIII, Elisabeth die II. Oder Papst Johannes Paul II. Zum Beispiel. Die Ziffern der Römer. Es gibt 7 römische Ziffern. Einmal die 4 Grundziffern. 1, X, C, M steht für 1, 1, X, 10, C, 100, M, 1000. Und noch 3 Zwischenziffern. V, 5, L, 50 und D, 500. Die Zusammensetzung der römischen Ziffern zu einer Zahl geht so. Hunderter, Zehner und Einer werden von links nach rechts aneinandergereiht und dann zusammengezählt. Bis auf eine Ausnahme. Kleinere Grundziffern, die links von größeren Grund- oder Zwischenziffern stehen, müssen abgezogen werden. Ja, das habe ich gerade gesagt. Also 3, 1 plus 1 plus 1 gleich 3. 4, 5 minus 1 gleich 4. 7 ist 5 plus 1 plus 1 sind 7. Und 12 sind 10. Plus 1 plus 1 gleich 12, also das X und die dementsprechende Anzahl von Einern. Klingt kompliziert, mit einem Zahlenfächer kannst du die Zahlen ganz schnell übersetzen. Noten nach römischen Zahlen. Nimm deinen Fächer zu Hilfe und versuche, diese Aufgabe zu lösen. Welches Motiv verbirgt sich hinter den römischen Zahlen? Ein Tannenbaum, das sieht man. aber nimm deinen Fächer zu Hilfe und versuche diese... Ach so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, wir brauchen also doch, ja, also, das ist jetzt nett gemeint mit dem Fächer, aber ich glaube, jeder von euch kriegt die römischen Zahlen, wenigstens die von 1 bis 10 auf die Reihe. Und insofern brauche ich das jetzt hier nicht machen mit dem Fächer. Aber, ich habe... Kein Bleistift, ich habe einen Kuli und da werde ich euch das jetzt mal zeigen. So sieht das aus. Warte mal. Zack. Nimm's auf. Ja. Dann legen wir mal los. Ich muss jetzt mal so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ein Tannenbaum. So wie wir ihn aus dem Kindergarten kennen. Ja! Ja, cool. Also, römische Zahlen heute drin gehabt. Wieder was gelernt. Coole Sachen. So, dann drehen wir die 5 um. Warum stehen hier überall 4? Ach so. Auf der 5 steht hier unten eine 4. Nicht schlecht. Drehen ihn um und haben auch wieder grün. Also ich bin wirklich sehr gespannt, was da sich hinter verbirgt. Und jemand ist auch drauf eingegangen, wo ich hier am ersten Tag an so einem neuen Heft gerochen habe. Dieser Geruch von neuen Büchern oder neuen Heften, einfach nur herrlich. Und da hat mir jemand geschrieben, hey, das mache ich auch, also ich bin nicht alleine bekloppt. So, die Nummer 5. Ich habe schon fast ein bisschen Angst davor.
5. Hier ist sie. Ich habe heute noch nichts gegessen. Wir haben Wasabi Beans Green. Das kann doch nicht sein. Dieser Kalender entwickelt sich zum Horror. Das kann doch nicht sein. Warum sind die denn nochmal drin? Hier, guckt. Es sind die gleichen. Aber diesmal sind sie nur grün. So. Boah. Nee. Ganz ehrlich. Die. Nee. Wobei, die haben jetzt, ihr könnt es jetzt sehen, die haben jetzt nicht mehr diesen weißen Elefantenschmalz, wie ihr ihn getauft habt, um, aber nee. Diese Bohnen mit Wasabi dann. Boah. Allein vom Geruch kriege ich schon einen Kotzreiz. Könnt ihr euch das. Habt ihr das schon mal gehabt, wenn ihr nur was gerochen habt und ihr habt schon einen Kotzreiz? Nein, danke. Oh. So, Thema Harry Potter. Vielen Dank für eure ganzen Informationen zu den Figuren. Am ersten war wohl Harry Potter selber drin. Ich habe ihn nicht erkannt. Und in den anderen, da wart ihr euch auch unsicher. Aber ich bin gespannt, wie sicher ihr euch heute sein werdet. Sofern ich den Kalender aufkriege. Und viele haben geschrieben, hey, ich bin der totale Harry Potter Fan. Das ist total cool. Und ja, zack, für jeden etwas dabei. So, wir haben, ja, es könnte eine Hexe sein. Also, es ist auf jeden Fall irgendwas Weibliches. So, jetzt könnt ihr wieder raten, wer ist das? Ich habe absolut keine Ahnung. Nun gut. Ja, jetzt zum letzten. Es wurde wieder gemunkelt, dass hier wieder das Leckerste nicht gegessen wird, nämlich die Zartbitterschokolade. Ich hasse Zartbitter. Und bisher hatte ich auch noch keine Zartbitterschokolade. Und insofern bin ich da schon ganz froh rum. So, ich mache den jetzt mal so zur Seite. Dann habe ich nämlich ein bisschen mehr Platz. Und, dumm. Wo ist die 5? Da ist die 6, die 8. 4 hatten wir da unten. Was ist das hier? Wow, die 20. Was ist denn bitte mit der 20 los? Guck mal, die 20 ist so groß. Wow. Da unten ist die 5. Hoch. Ich bekomme einen Anruf. Scheiße, die ist auch so groß. Wo ist denn? Ja. So, hoppla. Ach, das ist das Buch. Ja, der Sven hat mir nämlich gestern, oder dem habe ich gestern eine Frage beantwortet. Warum steht da was von Ravensburger drin? Es sind Mini-Bücher drin von Ravensburger und deswegen stand da auch Ravensburger mit drauf. Das ist cool. Kann ich die hier mal so ein bisschen stehen lassen. So, wir haben. Moment. Ich muss mal immer ans Telefon gehen. So, da sind wir wieder. Immer diese optionalen Anrufe. Und so sieht's aus mit dem Thema Weihnachten. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Das war was anderes. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns eine kleine, nette Geschichte an. Das ist schön heute. Mit Illustrationen von Susanne Sensney und Text von André Erne. Ach du liebe Zeit. Was ist so schön an Weihnachten? Legt euch zurück und hört mir zu. Weihnachten ist ein ganz besonderes Fest, auf das sich Kinder schon das ganze Jahr freuen. Festliche Lichter funkeln in den Straßen und der Duft nach Lebkuchen, Gewürzen und Tannengrün lockt die Leute auf den Weihnachtsmarkt. Nur nicht dieses Jahr, denn dieses Jahr haben wir Corona. Nein, das steht da nicht drin. Weihnachtsmärkte gibt es schon lange. Die Buden stehen oft den ganzen Advent über und stimmen auf das Weihnachtsfest ein. Warum feiern wir Weihnachten? An Weihnachten feiern wir den Geburtstag eines außergewöhnlichen Kindes. Es heißt Jesus und ist nach dem christlichen Glauben Gottes Sohn. Die Freude über seine Geburt ist der Ursprung des Weihnachtsfestes. Der Geburtstag des Jesuskindes wird erst am 25. Dezember gefeiert. Deshalb beginnt das Weihnachtsfest eigentlich mit der Mitternachtsmesse in der Heiligen Nacht. Was machen wir im Advent?
Der Begriff Advent kommt vom lateinischen Wort für Ankunft. Damit ist die Geburt des Jesuskindes gemeint. Zum Advent gehören 4 Adventssonntage. Zwischen dem ersten Advent und dem Heiligen Abend bereiten wir uns mit Musik, Lichtern, Backen und Geschichten auf das Weihnachtsfest vor. Das Warten aufs Fest verkürzt der heilige Nikolaus, der am 6. Dezember die Stiefel der Kinder mit Süßigkeiten oder Geschenken füllt. In einem Hamburger Waisenhaus wurde vor etwa 200 Jahren der erste Adventskranz aufgehängt. Auf einem Holzkreuz steckte man 24 Kerzen, später wurden daraus ein Tannenkranz mit 4 Kerzen für jeden Adventssonntag eine. Was backen wir in der Adventszeit? In der Zeit vor Weihnachten gehört der Duft von Plätzchen. Jede Familie hat ihre eigenen Rezepte. Zum ältesten Festgebäck gehören die Lebkuchen. Sie waren etwas ganz Besonderes. Lebkuchen heißen auch Pfefferkuchen, weil man früher Gewürze wie Nelken und Zimtpfeffer nannte. Holzformen mit Darstellungen von Schiffen, Tieren und des heiligen Nikolauses werden vor dem Backen der Spekulatius in den Mürbeteig gedrückt. Alle Kinder stechen gerne mit Förmchen aus. Alle Kinder stechen gerne mit Förmchen aus, Teig, kleine Bilder aus und verzieren sie. Ich glaube, das ist ein Aus zu viel, oder? Alle Kinder stechen gerne mit Förmchen aus, Teig, kleine Bilder aus und verzieren sie. Dabei muss natürlich genascht werden. Egal. Oh, guck mal, Weihnachtsbäckerei. Immer 2 Plätzchen sind gleich verziert. Finde die Paare und male diese dann auf die gleichen Farben aus. Oh ja, ein Rätsel mitten im Buch versteckt. Das heißt, ihr könnt wieder mitraten. So, wo sind denn jetzt die gleichen? Hier haben wir die 2 Herzen, da oben haben wir die 2 mit dem Ziffernblatt. Da haben wir die mit der Blume drauf und da sind die anderen Herzen. Das habt alle gefunden. Und hier oben sind die anderen mit dem anderen komischen Herz. Wer bringt die Geschenke? Kinder bekommen 2-mal Geschenke. An Nikolaus und an Weihnachten. Eigentlich ein Skandal, ne? Am 6. Dezember verteilt der heilige Nikolaus seine Gaben. An Heiligabend bringen dann das Christkind oder der Weihnachtsmann die Geschenke. Lange Zeit wurde der Weihnachtsmann als dunkle Gestalt dargestellt. Erst die Werbung steckte ihn in ein rot-weißes Gewand. Die Werbung! Auch nicht schlecht. Das wusste ich auch noch nicht. Es sind aber auf jeden Fall schön gemalte und schön gezeichnete Bilder dabei. Also es ist wirklich ein sehr schönes Buch. Heftchen, Büchlein, Minibuch. Woher kommt der Weihnachtsbaum? Die ersten Tannen, die mit Zuckerzeug, hier steht tatsächlich Zuckerzeug, die mit Zuckerzeug behängt waren, erfreuten vor etwa 500 Jahren die Kinder von Handwerkern. Um 1605 soll ein Christbaum auch bei reichen Leuten in Straßburg aufgestellt worden sein. Aber ein Brauch für viele wurde er erst vor etwa 200 Jahren. Früher ist man als Familie sogar noch selber in den Wald gegangen und hat sich selber da einen Baum geschlagen. Heute unvorstellbar. Wobei das immer noch geht auf bestimmten Plantagen. Das ist eine schöne Sache, muss ich sagen. Wie feiern wir Heiligabend? Bei uns ist Heiligabend der Höhepunkt der Weihnachtstage. Vor allem für die Kinder ist nun der lang erwartete Augenblick gekommen. Die Lichter am Weihnachtsbaum funkeln und endlich werden die Geschenke ausgepackt. Ursprünglich war Weihnachten ein Fest der gläubigen Christen. Heute treffen sich an den Feiertagen fast alle Familien, um gemeinsam zu essen und Geschenke auszutauschen. Außer in diesem Jahr. Wobei doch dieses Jahr abgespeckt. Wobei ich es sehr kritisch sehe, aber das ist eine andere Sache. Am ersten und zweiten Feiertag besuchen sich die Familien zu Festessen und Spaziergängen. Dann können auch endlich die neuen Spielsachen ausprobiert werden. Auch wieder ein schönes Bild von der Familie um den Weihnachtsbaum. Wird überall Weihnachten gefeiert? Rund um die Welt wird Weihnachten gefeiert. Aber nicht überall bringt das Christkind oder der Weihnachtsmann die Geschenke. Die Hexe Befana bringt in Italien am Dreikönigstag die Geschenke auch durch den Schornstein. Großväterchen Frost und seine Helferin bringen am Abend vor Neujahr in Russland die Geschenke. In Lateinamerika werden an Weihnachten bunte Papierfiguren voller Süßigkeiten aufgehängt. Mit verbundenen Augen versuchen die Kinder, sie herunterzuholen. Fast schon wie eine Piñata. In Schweden beginnt die Weihnachtszeit am 13. Dezember mit dem Erscheinen der weiß gekleideten Lucia. Sie trägt einen Lichterkranz auf dem Kopf und geht singend durch die Straßen.
Ja, aber es gibt es noch mehr. Viel mehr zum Thema mit tollen Bildern und spannenden Klappen findest du in Wie feiern wir Weihnachten aus der Reihe, wieso, weshalb, warum. Ja, und hier natürlich direkt der Verweis auf das größere Buch. Das hier ist nämlich nur ein kleines Buch. So, und die Sonne scheint jetzt so beschissen rein, dass ihr es wirklich schwer habt, mich zu erkennen. Aber so ist es jetzt und so bleibt es leider. Das war heute der 5. Dezember. Das war das 5. Adventskalendertürchen. Und wir haben wieder sehr viel gelernt. Wir haben wieder sehr viel auspacken können. Wir haben nichts essen können. Und wir haben wieder etwas, wo ich mich sehr darauf freue, derjenige, der das hier alles gewinnt, da möchte ich bitte ein Video von sehen, wie er das isst und das auch aus dem 2. Adventskalender-Türchen. Also, in diesem Sinne, macht es gut, bis morgen, dann am 6. Dezember. Morgen ist Nikolaus, wie ihr ja gerade schon erfahren. Dann am 2. Advent, die zweite Kerze wird angezündet, der Nikolaus ist da und dann machen wir wieder ein Türchen auf. Also, macht es gut, bis morgen, NRW Boy 18. Adieu.